Ja, also unter anderem ist ja in Organisationen Kommunikation sehr oft eine der Herausforderungen. Und der Klassiker oder einer der Klassiker bei Kommunikationsmissverständnissen ist, dass Dinge anders gehört werden, als sie gesagt werden. Da gibt es viele Theorien dazu, aber ein paar, die da zu dem Thema sehr gut passend sind, ist zum Beispiel die Geschichte mit den vier Ohren. Also diese vier Ohren sind halt sehr, sehr unterschiedlich. Ein deutscher Kommunikationswissenschaftler, ein gewisser Herr Schulz von Thun, hat sich mit dem Thema auseinandergesetzt. Und das Interessante ist, es ist ein sehr einfaches Modell. Es sind nur vier verschiedene Ohren. Das eine ist das Sachohr, das andere wäre das Selbstoffenbarungsohr, ein weiteres ist das sogenannte Beziehungsohr oder das Appellohr. Und die gelten auf beiden Seiten. Also wenn ich höre, kann ich mit einem dieser Ohren hören, aber auch wenn ich Aussagen treffe, kann es sein, dass ich auf einem dieser Kanäle praktisch meine Aussage mehr oder weniger treffe. Wenn jemand auf seinem Beziehungsohr eine Aussage hört und der andere es vielleicht auf dem Sachohr gesagt hat, kommen die beiden nicht zusammen und meistens sind die Beziehungsohren die, die sehr schnell persönlich beleidigt sind. Also auch zu diesem Thema passend gibt es eine Aussage, die lautet, der Hörer und nicht der Sprecher bestimmt die Bedeutung einer Aussage. Und wenn ich halt vielleicht zum Beispiel ein sehr ausgeprägtes Sachohr habe, was es bei Technikern zum Beispiel sehr oft gibt, dann kannst du mit diesen Leuten fast nicht streiten. Diese Menschen hören immer primär die Sache, die Funktion, aber gar nicht die Emotion und das Gefühl. Und wenn dann zwei solche Menschen zusammenkommen, vielleicht jemand, der sehr, sehr ein Beziehungsohr hört und sehr beziehungsorientiert ist und jemand, der extrem sachlich ist und auf der Sache ist, haben wir leider Gottes auch eine Kommunikation, die dann tangential aneinander vorbeigeht. Das könnten wir uns ersparen, würden wir einfach richtig zuhören. Und das richtig Zuhören nennt sich in der Fachsprache aktives Zuhören. Wenn ich hinterfrage, was der andere gesagt hat, da gibt es auch so eine kleine Formulierung, die sehr hilfreich ist. Wenn ich das richtig verstanden habe und dann kommt die Zusammenfassung dessen, was ich gehört habe, kann ich schon sehr viele Missverständnisse ausschalten. Das heißt, aktives Zuhören ist die Lösung, um Sachen richtig zu hören.